Willkommen im Richtige Wahl. Heute werden wir uns die besten Android-TV-Boxen ansehen. Die Xiaomi Mi Box S Second Gen bietet ein schlankes Design und eine solide technische Ausstattung für 4K-Streaming. Ausgestattet mit einem M-Logic S905X4 Prozessor und Mali G31 MP2 GPU sorgt sie für flüssiges 4K-Streaming bei 60 FPS, unterstützt durch HDR10+ und Dolby Vision, was lebendige Farben und hohe Kontraste ermöglicht. Das Gerät kommt mit Google TV, einer verbesserten Version des Android TV-Betriebssystems, das eine benutzerfreundliche Oberfläche und umfangreiche Personalisierungsmöglichkeiten bietet. Außerdem lassen sich per Chromecast oder Miracast Inhalte von Smartphones oder Computern auf den Fernseher übertragen. Allerdings gibt es einige Nachteile. Der begrenzte interne Speicher von 8 GB ist nicht ausreichend, um viele Apps oder große Spiele zu installieren. Zwar kann dieser Speicher mit externen USB-Laufwerken erweitert werden, die USB 2.0-Anschlüsse beschränken jedoch die Datenübertragungsgeschwindigkeit. Auch die Performance könnte bei anspruchsvolleren Anwendungen oder während der Navigation manchmal ins Stocken geraten. Der Rahmen von 2 GB könnte in Zukunft ebenfalls für intensivere Anwendungen zu knapp bemessen sein. Insgesamt ist die Mi Box S Second Gen eine gute Wahl für Nutzer, die eine günstige und leistungsstarke 4K-Streaming-Box mit Google TV suchen. Der erweiterte Funktionsumfang mit HDR und Dolby Vision bietet für den Preis viel, auch wenn der Speicher und die Performance manchmal an ihre Grenzen stoßen. Den aktuellen Preis kannst du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon einsehen. Der Strong SRT 420 ist eine vielseitige Android-TV-Box, die gleichzeitig als DVB-T2-Receiver fungiert. Damit kannst du ältere Fernseher in ein vollwertiges Smart-TV-System verwandeln, mit Zugang zu Streaming-Diensten wie Netflix, Prime Video und Disney+. Die Box unterstützt 4K UHD-Inhalte und liefert dank H.265 Unterstützung eine beeindruckende Bildqualität. Sie verfügt über Google Chromecast und Google Assistant, sodass du Inhalte bequem per Sprachsteuerung oder von deinem Smartphone streamen kannst. Die Installation ist unkompliziert und dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche ist die Navigation durch die Apps einfach. Nachteilig ist, dass die Box keine USB-Aufnahmefunktion bietet und nicht für Pay-TV-Sender vorbereitet ist. Zudem fehlen Dolby Vision und Dolby Atmos, was die Audioqualität im Vergleich zu anderen Geräten etwas einschränkt. Auch HBB TV wird nicht unterstützt, sodass du keine zusätzlichen Funktionen wie interaktives Fernsehen nutzen kannst. Insgesamt bietet der SRT 420 eine gute Preis-Leistungs-Balance und ist ideal für Nutzer, die ihren Fernseher mit modernen Smart-TV-Funktionen und 4K-Unterstützung aufrüsten möchten. Den aktuellen Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die Thomson Streaming Box 240G verwandelt dein Fernseher in ein vollwertiges Smart TV mit Google TV Android 12. Mit dieser Box hast du Zugang zu über 10.000 Apps, darunter Netflix, Disney+, Prime Video und YouTube. Dank integrierter Chromecast-Funktion lassen sich Inhalte problemlos vom Smartphone auf den Fernseher streamen. Die Box bietet auch Unterstützung für Dolby Atmos und Dolby Digital Plus, was den Sound deutlich verbessert. Über die zwei USB-Anschlüsse und die HDMI 2.1-Verbindung kannst du verschiedene Geräte anschließen, wie zum Beispiel externe Festplatten oder Soundbars. Es gibt jedoch einige Schwächen. Die Speicherkapazität von nur 8 GB könnte für Power-User schnell knapp werden. Auch ist die Leistung bei sehr anspruchsvollen Anwendungen aufgrund des begrenzten Arbeitsspeichers von 2 GB eingeschränkt. Für den normalen Streaming-Einsatz ist die Box aber absolut ausreichend. Insgesamt ist die 240G eine preiswerte und gut ausgestattete Streaming-Box, die sich ideal für den täglichen Gebrauch eignet. Du kannst den aktuellen Preis über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon finden. Die Formula Z10 SE ist eine kompakte Android-TV-Box, die für IPTV und OTT-Streaming optimiert ist. Sie bietet eine Auflösung von bis zu 4K mit HDR10+ Unterstützung und sorgt damit für lebendige Farben und gestochen scharfe Bilder. Das Gerät arbeitet mit einem Realtek-Prozessor und 2 GB RAM, was für die meisten Streaming-Aufgaben ausreichend ist, jedoch könnte der interne Speicher von 4 GB für anspruchsvollere Benutzer etwas knapp werden.
Die Box unterstützt zudem AV1 und H.265 Videoformate, was eine effiziente Wiedergabe von hochauflösenden Inhalten ermöglicht. Einige Nachteile dieses Modells sind die begrenzte Speicherkapazität und die Single-Band-WLAN-Unterstützung, was im Vergleich zu Dual-Band-Alternativen die Netzwerkleistung einschränken kann. Auch fehlt eine Bluetooth-Verbindung, was den Anschluss von Zubehör etwas einschränkt. Insgesamt ist die Z10 SE eine solide Wahl für Nutzer, die eine günstige IPTV-Box suchen, die auf 4K-Streaming spezialisiert ist. Den aktuellen Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Die Nokia Streaming Box 8010 ist eine leistungsstarke Android-TV-Box, die speziell für das Streamen von Inhalten in hoher Qualität entwickelt wurde. Ausgestattet mit dem M-Logic S905X4K-Prozessor und 4 GB RAM, bietet sie eine flüssige Wiedergabe von 4K-Inhalten bei 60 Bildern pro Sekunde. Sie unterstützt Dolby Vision, HDR10 und den AV1-Codec, was für eine hervorragende Bildqualität sorgt. Der interne Speicher von 32 GB kann über USB erweitert werden, sodass auch größere Mediatheken bequem Platz finden. Die Box läuft auf Android TV 11, was Zugang zu zahlreichen Apps wie Netflix, Disney Plus und Prime Video ermöglicht. Ein Nachteil ist, dass die interne Speicherkapazität trotz der Erweiterungsmöglichkeit über USB für manche Nutzer, die viele Apps oder Spiele installieren möchten, möglicherweise begrenzt sein könnte. Außerdem fehlt ein MicroSD-Kartenslot zur Speichererweiterung, was bei vergleichbaren Geräten häufig vorhanden ist. Die Box ist zudem nicht ideal für anspruchsvolle Spiele, da die Grafikleistung für solche Titel eher im mittleren Bereich liegt. Insgesamt ist die Streamingbox 8010 eine hervorragende Wahl für alle, die ein zuverlässiges und schnelles Streaming-Erlebnis suchen. Dank Wi-Fi 6 und der Unterstützung für zahlreiche Audio- und Videoformate ist sie sowohl für Streaming als auch für leichte Spiele gut geeignet. Den Preis findest du über den in der Videobeschreibung angegebenen Link zu Amazon. Die Dune HD Homatics Box Air 4K Plus kombiniert zwei Funktionen in einem Gerät. Sie dient sowohl als zertifizierter Android TV Streaming Player für Netflix in 4K als auch als Dune HD Media Center für lokale Medienwiedergabe. Mit einem leistungsstarken M-Logic S905X4 Prozessor und 4 GB RAM bietet sie flüssiges Streaming sowie Unterstützung für moderne Video- und Audioformate wie Dolby Vision und Dolby Atmos. Zudem sind Wi-Fi 6 und ein Gigabit Ethernet-Anschluss für eine stabile und schnelle Internetverbindung integriert. Durch die Integration des AV1 Codecs und Unterstützung für HDR10+ können Inhalte in höchster Qualität wiedergegeben werden. Ein möglicher Nachteil ist der begrenzte interne Speicher von 32 GB, der jedoch über USB erweitert werden kann. Zusätzlich könnte der Preis im Vergleich zu ähnlichen Geräten als hoch angesehen werden, besonders wenn man die Streaming- und Medienwiedergabe nicht vollständig ausschöpft. Auch wenn das Gerät über umfassende Audio- und Videounterstützung verfügt, könnten manche Nutzer die fehlende native Unterstützung für einige spezialisierte Apps bemängeln. Zusammenfassend ist die Homatics Box Air 4K Plus ideal für Anwender, die Wert auf höchste Audio- und Videoqualität legen und sowohl auf Streamingdienste als auch lokale Medien zugreifen wollen. Den aktuellen Preis und Verfügbarkeiten findest du über den in der Videobeschreibung angegebenen Amazon-Link. Die Dune HD Pro One 8K Plus ist ein erstklassiger Media Player, der speziell für 8K-Videowiedergabe und Heimkino entwickelt wurde. Mit einem leistungsstarken M-Logic S928X Prozessor und 8 GB RAM bietet das Gerät außergewöhnliche Rechenleistung und flüssige Wiedergabe von 8K-Inhalten mit 60 Bildern pro Sekunde. Es unterstützt modernste Videoformate wie Dolby Vision und HDR10+ und kann Inhalte nicht nur in 8K abspielen, sondern auch von anderen Auflösungen auf 8K hochskalieren. Dank des AV1 Codecs sorgt es für eine beeindruckende Videoqualität bei optimierten Bitraten. Zu den Nachteilen gehört der recht hohe Preis, der sich vor allem an anspruchsvolle Heimkino-Enthusiasten richtet. Zudem fehlt dem Gerät die Google Android TV-Zertifizierung, was die Nutzung einiger Apps einschränken kann. Trotz umfangreicher Netzwerk- und Speichermöglichkeiten könnte der Speicherplatz von 64 GB für sehr große Mediendateien schnell ausgeschöpft sein, obwohl dies durch den Einbau einer 2,5 Zoll SATA-Festplatte ausgeglichen werden kann. Insgesamt ist die Pro One 8K Plus eine ausgezeichnete Wahl für Nutzer, die das Maximum an Video- und Audioqualität aus ihren Medien herausholen wollen.
Den aktuellen Preis kannst du über den in der Videobeschreibung angegebenen Link zu Amazon finden. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!